Ich begrüße dich herzlich an deinem Radio, am Telefon, am Computer oder wo immer du dich befindest. Herzlich willkommen. Obzwar wir uns heute nicht in einem Gebäude versammelt haben, sind wir dennoch durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, miteinander verbunden. Heute am Karfreitag erinnern wir uns erneut daran, dass Jesus Christus blutig geschlagen wurde, weil wir Gott die Treue gebrochen haben. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus, wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen. Wir beten dich an und danken dir dafür, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast. Danke, dass wir durch deine große Liebe leben. Danke, dass du uns jetzt miteinander verbindest. Heiliger Geist, berühre uns. Amen. Wir laden ein, jetzt auch gemeinsam Jesus anzubeten durch das folgende Lied. Für mich gingst du nach Golgatha, für mich hast du das Kreuz getragen, für mich ertrugst du Spott und Hohn, für mich hast du dich lassen schlagen. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann, doch danken will ich dir dafür. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Ich bete dich an. Für mich trugst du die Dornenkron. Für mich warst du von Gott verlassen. Auf dir lag alle Schuld der Welt. Auch meine Schuld, ich kann's nicht fassen. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Doch danken will ich dir dafür. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Ich bete dich an. Herr Jesus Christus, alle Schuld hast du für immer mir vergeben. Du hast mich von frei gemacht. Du schenkst mir neues, ewiges Leben. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Doch danken will ich dir dafür. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Ich bete dich an. Jesus, deine Liebe ist so groß und wir beten dich. Du bist unser Herr. Du bist Herr der Bethel-Gemeinde, der lokalen Gemeinde hier, Herr. Du bist aber auch Herr der ganzen Christenheit, der universalen Gemeinde. Wir haben uns heute versammelt auf verschiedenen Plätzen auf diesem Erdball, um dich anzubeten, Jesus. Amen. Kinder, jetzt ist es Zeit für euch. Wir hören jetzt eine Kindergeschichte von Romeo Sawatzki. Guten Morgen, liebe Kinder, liebe Erwachsene. Ich hoffe, euch geht es gut. Vor ungefähr 2000 Jahren, zur Zeit des Passafestes, saß Jesus mit seinen Jüngern im zweiten Stock eines Hauses zu Tisch. Jesus hatte eben den Jüngern die Füße gewaschen. Das tat er als Zeichen dafür, dass Jesus uns alle von Sünden sauber waschen kann.
dass Jesus all unsere Sünden wegnehmen kann. Natürlich nur dann, wenn wir das erlauben. Jesus war sehr froh, dass er jetzt ein letztes Mal mit seinen Jüngern zusammen ein Abendmahl feiern durfte. Er nahm das Brot, dankte dafür, brach es in ganz, ganz kleine Stücke, gab einen jeden Jünger ein Stück und sagte dazu: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Feiert immer wieder so ein Abendmahl, und wenn ihr das Brot esst, denkt daran, was ich für euch getan habe. Nachdem sie das Brot gegessen hatten, nahm er den Becher mit Wein, dankte, gab ihn an die Jünger weiter und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Die Jünger verstanden nicht ganz, was Jesus damit meinte, aber schon in den nächsten Stunden würden sie es verstehen und begreifen. Nach dem Essen ging Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane. Dort angekommen, sagte Jesus: Petrus, Johannes und Jakobus, kommt doch bitte mal mit mir mit. Ich will einen Ort suchen und beten. Sie gingen ein Stückchen, und nun sagte Jesus zu diesen dreien: Bleibt hier und betet dafür, dass ihr die kommende schwere Zeit überstehen werdet und dass ihr die Versuchungen widerstehen könnt. Ich will dort ein Stückchen weitergehen und zu meinem Vater beten. Jesus ging ein Stückchen weiter, kniete nieder und betete. Jesus war sehr traurig, denn er wusste, was auf ihn zukam. Also schickte Gott ihm einen Engel. Dieser Engel tröstete ihn und gab ihm Kraft. Als er zurück zu den Jüngern kam, schliefen diese, denn es war schon spät. Er weckte sie und fragte: Könnt ihr nicht ein paar Minuten wach bleiben und beten? Also ging Jesus nochmal beten. Und so geschah es dreimal. Als sie zu den Jüngern wieder zurückgekehrt waren, Jesus mit diesen dreien, kam eine große Gruppe von Männern mit Schwertern und Speeren bewaffnet, angeführt von einem der 12 Jünger Jesu, dem Judas Iskariot. Dieser näherte sich Jesus, gab ihm einen Kuss als Zeichen für die Soldaten, damit diese wussten, welches Jesus war, damit die Soldaten wussten, wem sie zu verhaften hatten. Jesus fragte Judas: Mit einem Kuss betrügst du mich? Mit einem Kuss verrätst du mich? Peter zog sein Schwert und hieb einem der Diener der hohen Priester ein Ohr ab. Jesus befahl: Hört auf damit! Er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Danach wurde Jesus verhaftet und zu den hohen Priestern gebracht. Die Jünger ergriffen die Flucht, denn sie wollten nicht auch verhaftet werden. Dort bedeckten sie Jesus, seinen Kopf, und verspotteten ihn und schlugen ihn. Kaiphas verhörte ihn und fragte: Bist du der Sohn Gottes? Jesus antwortete: Du sagst es. Der hohe Priester Kaiphas zerriss seine Kleider und schrie: Du lästerst Gott! Jesus, du bist ein Gotteslästerer! Mit dieser Anklage brachten sie ihn zu Pilatus, den Statthalter. Auch dieser verhörte ihn. Pilatus konnte aber keine Schuld bei Jesus finden. Also schickte Pilatus ihn nach Herodes. Herodes verhörte ihn, aber auch dieser fand keine Schuld bei Jesus. Also wurde Jesus wieder zurück nach Pilatus geschickt. Am Morgen stellte Pilatus, den Jesus zusammen mit einem Mörder namens Barabbas, vor das Volk. Jedes Jahr, nämlich zum Passafest, gab Pilatus einen Gefangenen frei. Nun sagte Pilatus zum Volk: Ich habe mit Jesus lange gesprochen. Ich habe ihn verhört und ich finde keine Schuld bei ihm. Nun frage ich euch: Wen soll ich euch freigeben? Jesus oder
Barabbas, den Mörder. Das Volk, welches angeleitet wurde von den hohen Priestern, schrie laut: Gib uns den Barabbas frei! Da fragte Pilatus: Und was soll ich mit Jesus machen? Was soll mit Jesus passieren? Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Riefen sie, rief das Volk. So übergab er Jesus, damit er gekreuzigt werde. Barabbas, der Mörder aber, wurde freigelassen. Jesus wurde nun gepeitscht und geschlagen. Ihm wurde eine Krone aus Dornen mit großen Speckern auf den Kopf gedrückt. Jesus hatte schon viel Schmerzen erlitten. Er war müde und erschöpft. Nun musste er noch sein schweres Kreuz, an dem er gekreuzigt werden sollte, auf den Hügel Golgatha raufschleppen. Es war ein sehr schweres Kreuz. Auf der Mitte der Strecke brach Jesus zusammen. Er hatte keine Kraft mehr. Er konnte nicht mehr. Von hier musste ein anderer Mann sein Kreuz auf den Hügel schleppen. Auf Golgatha wurde Jesus nun ans Kreuz genagelt und gekreuzigt. Was Jesus da am Kreuz noch alles gesagt hat, darüber wird Gemeindeleiter Adolf Sawatzki jetzt anschließend predigen. Lasst uns beten. Allmächtiger Vater im Himmel, wir loben und preisen deinen Namen. Wir danken dir für das Osterwunder. Wir danken dir, dass du all unsere Sünden auf dich genommen hast und auf dich nimmst. Du bist ein gnädiger Gott und vergibst uns all unsere Schulden. Du bist am Kreuz für uns gestorben, damit wir gerettet werden und nicht den ewigen Tod sterben müssen. Du hast unsere Strafe auf dich genommen. Sei du bei allen Zuschauern und Zuhörern in der diesjährigen Osterzeit. In Jesu Namen. Amen. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. In dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit, zwischen Himmel und Erde sind wir noch, und das, was wir nicht wollen, tun wir doch. In dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Backen sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde leiden wir, und Zerrissenheit auf dem Weg zu dir. In dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit, zwischen Himmel und Erde ist ein Steg, und du selbst bist die Brücke und der Weg. In dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Backen sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde stehen wir,
Und wir treten in diesen Riss mit dir in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Du machst Himmel und Erde einmal neu. Doch dein Reich ist schon da und du bist treu in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz, dort am Kreuz. Dort am Kreuz. Jesus, in dieser Zwischenzeit danken wir dir, dass du durch Prediger Adolf Sawatzki Worte des Lebens in unser Herz hineinlegst. Jesus, danke, dass du unsere Herzen jetzt dort berührst, wo ein jeder, der zuhört oder zuschaut, es genau in diesem Moment braucht. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wir haben eine besondere Woche, die wir in diesem Jahr erleben. Wir feiern Ostern. Wir feiern das Geschehen um Ostern. Für das Volk Gottes hieß es damals das Passafest. Und Gott hatte ihnen durch Mose beauftragt, dieses Passafest jährlich zu feiern. Sie sollten sich daran erinnern, dass sie von der Sklaverei der Ägypter freigekommen waren. Sie sollten sich daran erinnern, dass Gott sie aus Ägyptenland herausgeführt hatte durch das Rote Meer und durch die Wüstenwanderung. Das war damals Ostern oder das Passafest für die Juden. Und heute feiern wir als Christen das Osterfest. Wir haben in der Geschichte und in der Hinführung, die Romeo erzählt hat, gehört, was für eine schwere Woche Jesus Christus in dieser Zeit hatte. Er ging von den Dörfern nach Jerusalem. Dort setzte er den neuen Bund ein. Und er sagte zu seinen Jüngern, trink daraus, iss daraus, das ist der neue Bund, durch mein Blut und durch mein Leib. Aber nicht nur das. Jesus bereitete sich auf diese Tage vor und besonders bereitete er sich auf sein Sterben vor. Er hatte es seinen Jüngern viele Male angekündigt. Er hatte zumindest dreimal, hatte er es den Jüngern gesagt. Und er hatte gesagt, das Menschensohn muss überliefert werden, den Ältesten, den Hohenpriester und Schriftgelehrten. Er hatte wiederholt ein anderes Mal gesagt, das Menschensohn und Gottes Sohn muss in die Hände der Menschen überliefert werden. Und sie werden ihn töten und er wird auferstehen am dritten Tag. Und ein drittes Mal versuchte er seine Jünger und Jüngerinnen vorzubereiten und sagte zu ihnen, das Menschensohn, so sagt Lukas es, muss den Heiden überliefert werden, den obersten Priestern und Schriftgelehrten. Das war eine Vorbereitung, welches die Jünger Jesu eigentlich gar nicht verstehen konnten. Und Jesus selber bereitete sich vor, indem er einen ganz konkreten Kontakt mit seinem Vater im Himmel hatte. Immer wenn er betete, dann sagte er, Vater, Vater, gib mir Kraft oder Vater, ich will. In deinem Namen. So speiste er die 5000, so erweckte er den Lazarus auf und viele andere.
Und dieser Jesus, der kam nun, nachdem er den Jüngern die Füße gewaschen hatte und durch das Kidron-Tal gewandert war, zum Ölberg hin, dort, wo er betete, dort kam er in tiefer Verzweiflung und er sagte zu seinem himmlischen Vater, Vater, wenn es möglich ist, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er kämpfte einen harten Kampf, weil er wusste, Gott wird alle Sünden der Menschheit auf mich legen. Ich muss hier durch. Und deshalb war er immer wieder, wie schon vorhin, wie er auch sagte, ich tue nur das, was der Vater mir zeigt, was ich tun soll. Und deshalb war er auch bestrebt und bemüht, ganz einfach auch abzustimmen mit dem Vater und sagte, Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber, dann lass mich hier nicht diesen Tod sterben. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus wurde gefangen genommen. Jesus wurde verurteilt. Er wurde gepeitscht. Warum? Wir haben in dem ersten Lied wunderbare Worte gehört, wo gesungen wurde, für mich gingst du nach Golgatha. Für mich trugst du das Kreuz. Für mich nahmst du auf dich Spott und Hohn. Und so können wir manche Sachen mehr aufführen. Wenn ein großes Unglück passiert, wenn durch einen tragischen Tod jemand stirbt. Liebe Zuhörer, wisst ihr, dann fragen die Eltern, dann fragen die Verwandten, was hat er noch gesagt? Gibt es noch etwas, was uns trösten kann? Und wir haben in der Bibel auch die Worte Jesu, die er am Kreuz sagte. Das, was er aussprach. Und das sind wunderbare Worte. Ja, Jesus hatte vorhin gesagt, schon als er Nikodemus begegnete, wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, so muss das Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Diese Schlange, die Mose in der Wüste erhöhte, ging nicht anders zu erhöhen als durch ein Kreuz. Und alle Israeliten, die damals von einer giftigen Schlange gebissen wurden, starben, außer sie schauten auf dieses Kreuz, auf die eherne Schlange. Ein Sinnbild für Jesus Christus. Nun hängt Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Dort auf der Schädelstätte. Dort, wo alle Tiere, die irgendwann als Opfer dargebracht worden waren, im Tempel verbrannt wurden. Auf diesen Hügel hing er zwischen Himmel und Erde. Und er hatte einen Plan zu erfüllen. Er hatte den Willen Gottes zu tun. Denn Gott selber hat durch Jesus Christus gesagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Dieses ewige Leben wollte Jesus auch anderen Menschen noch am Kreuz auf Golgatha zusprechen. Und schauen wir uns ganz einfach einmal an, was Jesus dort am Kreuz noch bewirkt hat. Welches waren seine letzten Worte? Als er dort hing, am Kreuz auf Golgatha, zwischen Himmel und Erde, wo er die Brücke baute von der sündigen Welt zu Gott dem Vater, da schaute er um sich und er sah einige Menschen in der Ferne stehen. Und in seinem Geist sah er die große Menge, die mit den hohen Priestern und Schriftgelehrten zusammen geschrien hatten, kreuzige ihn, hinweg mit Jesus. Und als dieses Bild und das Bild der Menschen, die dort um das Kreuz standen, vor seinen Augen ging, dann trat Jesus Christus mit seinem Vater im Gespräch. Und er sagte, Vater, so wie er oft seinen Vater, seinen Gott angesprochen hatte, sagt er hier auch, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus sah diese Unwissenheit der Menschen. Jesus sah die Unwissenheit der Soldaten, die ihn
mit diesen großen Nägeln die Hände durchbohrt hatten, die Füße durchbohrt hatten. Dort hing er nun in dieser Qual, in diesen Schmerzen, und dennoch war er nicht um sich beschäftigt. Nein, er war das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. So hatte Johannes es gesagt. Und er war stumm, wie ein Schaf ist, wenn es von dem Scherer geschoren wird. Anstatt dass er über sich selber klagte, betete er für diese ganze Menge, für die hohen Priester, für die Schriftgelehrten, für das Volk. Ja, und ich glaube, er betete auch für uns. Denn Gott warf alle unsere Sünde auf seine Schultern. Die musste er dort tragen. Der Gerechte litt dort für die Ungerechten. Der Gerechte starb am Kreuz auf Golgatha, weil du und ich gerecht werden konnten. Weil du und ich leben können. Während Jesus noch diese Worte gerade nachgeklungen waren, die er gesagt hatte, dann auf einmal meldete sich jemand, der mit ihm gekreuzigt war, denn mit Jesus waren noch zwei Übeltäter gekreuzigt worden. An beiden Seiten des Kreuzes von Jesu waren zwei Übeltäter, vielleicht auch zwei Mörder gekreuzigt worden. Und der eine fing an zu reden und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch herunter. Hilf dir selber und hilf uns. Denn anderen hast du geholfen. Wie wirst du dich nicht selber helfen können? In diesem Reden des einen Schächers griff der andere Schächer ein und sagte, warte mal, du und ich, wir hängen hier am Kreuz, weil wir es verdient haben. Wir sind hier gestorben oder wir sterben hier, weil wir Mörder und weil wir Übeltäter sind. Schämst du dich denn nicht, diesen Gerechten so zu verhöhnen, so zu verspotten? Und er drehte sich zu Jesus und sagte, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus war bis dahin ganz still gewesen und er hatte zugehört, wie diese zwei sich unterhalten hatten, wie das Gespräch abgelaufen war. Dann aber sagte er zu diesem Übeltäter am Kreuz, der diese Bitte aussprach. Und diese Bitte ist ähnlich wie einst der Zöllner, der noch in den Tempel ging und sich an die Hände an seine Brust legte und sagte, Herr, sei mir Sünder gnädig. Genauso war auch dieser Übeltäter, der sagte, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er war überzeugt, das ist der Gerechte, das ist der Menschensohn, der stirbt hier an meiner Stadt. Und Jesus antwortete ihm und sagte zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Lieber Zuhörer am Radio, lieber Zuhörer am Telefon oder über YouTube, des Menschen Weg entscheidet sich in der Begegnung mit Jesus Christus. Wir haben hier zwei Übeltäter, zwei Sünder, wie du und ich auch Sünder sind, dessen Wege sich für die Ewigkeit am Kreuz bei Jesus Christus entschieden. Der eine lehnte Jesus Christus ab und der andere nahm ihn an. Der bat ihm, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wir alle werden Jesus begegnen. Wenn wir uns nicht hier entscheiden für Jesus Christus, dann wird eine andere Entscheidung getroffen werden. Aber wenn wir an Jesus Christus glauben, dass er Gottes Sohn ist, dass er gekreuzigt wurde, dass er für unsere Sünden gestorben ist und dass er auferstanden ist, gen Himmel gefahren ist und jetzt zu Rechten Gottes sitzt als Hohepriester, dann haben wir ewiges Leben. Dann haben wir ewiges Leben in Gott. So ist unser Meister. So ist Jesus Christus. Er denkt nicht an sich selber, sondern er denkt an die verlorene Menschheit. Denn sein Vater hatte ihm ganz klar mitgeteilt, dass er so sehr die Menschheit liebte, die nach seinem Ebenbild erschaffen worden waren, dass er nicht anders konnte, als seinen eingeborenen Sohn zu geben, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Aber Jesus kümmerte sich auch wie immer schon
auch um das, ja, ich möchte fast sagen, um das Wirtschaftliche. Er sah in der Nähe oder vielleicht auch ein bisschen weiter entfernt eine kleine Gruppe Menschen stehen, ein paar Frauen und einen jungen Mann. Und er schaute auf diese und dann sagte er zu der Frau, Frau, das ist dein Sohn. Dieser junge Mann war kein anderer als der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und er sagte zu dem Jünger, Jünger, das ist deine Mutter. Das war Fürsorge. Fürsorge für seine Mutter, weil er ihr einen Tutor zur Seite stellte. Und das heißt in der Bibel, und alsdann nahm Johannes die Mutter zu sich. Er kümmerte sich also um sie. Das sind die ersten drei Aussagen, die Jesus am Kreuz ausgesprochen hat. Dann kommen wir zur vierten, die nur zwei Worte enthalten. Jesus war Mensch. Sein Körper war ausgelaugt. Er war ohne Kräfte. Er konnte sein eigenes Kreuz nicht mehr schleppen. Er hatte in Gethsemane Blut geschwitzt. Und nun sprach er auf einmal etwas aus für sich selber. Und er sagte, mich dürstet. Ja, er empfand das menschliche Leben. Er empfand diesen Durst, den wir auch manches Mal empfinden. Und man reichte ihm Essig, heißt es in der Bibel. Aber ich glaube, er hatte nicht nur Durst auf dieses Wasser oder auf diesen Essig, den er zu trinken bekam, sondern er hatte Durst, die Seelen der Menschen zu retten. Er hatte Durst, deine und meine Seele ewiges Leben zu schenken. Wir brauchen es nur anzunehmen, zu gehorchen, so wie der Jünger gehorchte, den er lieb hatte. Jesus trug diese Schuld. Jesus trug diese Lasten. Ja, der Herr warf all unsere Sünde auf ihn. Jesaja sagt, wir hielten ihn für den, der von Gott gemartert und geplagt wurde. Aber er trug meine Krankheit und er nahm auf sich unsere Schmerzen. Und er ist um meiner und deiner Sünde willen am Kreuz gestorben. Und hier spricht Jesus nun etwas in seiner fünften Aussage, etwas aus, was so ganz anders klingt. Bis dahin hat er das Gespräch mit seinem Vater im Himmel gesucht und gesagt, Vater, vergib ihnen. Vater, ich möchte. Vater, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber nun ruft er hier aus und stellt eine Frage an seinem Vater, indem er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lieber Zuhörer, diese Frage sollten wir uns stellen, warum hat Gott seinen eigenen Sohn verlassen? Ich glaube, wir müssen alle zugeben, dass sich Sünde nicht mit der Gegenwart Gottes verträgt. Und wir sind alle Mangel des Ruhms, den wir bei Gott haben müssen. Es kann kein Bruder dem anderen erlösen und es kann auch keine Schwester die andere erlösen. Und weil Gott und Gottes Gegenwart nicht mit Sünde und Schuld zu vereinbaren ist, schaute Gott weg, verließ er in diesem Moment seinen Sohn. Und vielleicht war das eines von den schwersten Sachen, die Jesus zu tragen hatte, dass sein Vater ihn verlassen hatte. Aber dann kam er wieder zu sich und strahlte wieder diese Ruhe aus, die er immer ausgestrahlt hatte. Und dann sagt er etwas, was uns die Herzen höher klopfen lässt. Er sagte, es ist vollbracht. Ja, was ist vollbracht? Das Erlösungswerk, das Gott durch seinen Sohn Jesus Christus geschehen ließ, ist vollbracht. Es ist vollbracht, dass meine und deine Schuld gesühnt sind. Es ist vollbracht, dass wir wieder direkten Zugang zum himmlischen Vater haben.
Es ist vollbracht. Dieses ganze Geschehen, das, was die Menschheit von Adam und Eva bis uns kaputt gemacht hatte, das hat er wieder in Ordnung gerückt. Und wir dürfen Gott anbeten, Gott loben und preisen, dass es vollbracht ist. Er hat vollbracht, was sein Vater im Himmel von ihm erwartete. Er hat den Plan der Heilsgeschichte. Er hat den Plan der Erlösung für mich und dich vollständig erfüllt. Er hat den Teufel, die Hölle, den Tod besiegt. Damit wir Frieden haben mit Gott, damit wir wieder mit freiem Gewissen, besprengt an unsere Herzen, vor Gott hinzutreten können, ganz direkt, wo wir uns auch immer befinden. Und damit schloss der Herr Jesus seine Aussagen und sagte wieder wie zu Anfang: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Er wusste ganz genau, wenn ich meinen Geist in die Hände meines Vaters lege, dann wird er mir wieder neues Leben schenken. Er wird mich auferwecken, wie ich das immer wieder gesagt habe, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Und in all dieser Ruhe und Gelassenheit konnte Jesus diesen Weg gehen. Mein lieber Zuhörer, das bedeutet doch, dass du sagen kannst: Für mich gingst du nach Golgatha. Für mich hast du getragen Schmerzen, Spott und Hohn. Und wir fragen uns heute, und ich stelle an jeden Zuhörer die Frage, die wir hier an der Wand haben: Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Ich lade euch ein, liebe Zuhörer, mit mir zu beten. Und wenn jemand sagt bei sich in seinem Herzen: Ich möchte heute vom Neuen beginnen. Ich möchte mein Leben wieder in Ordnung bringen. Oder ich möchte mein Leben zum ersten Mal Jesus Christus übergeben. Dann darfst du mit mir beten. Dieses Gebet, so dass es auch dein Gebet ist. Wir neigen das Haupt. Allmächtiger Gott und Vater, im Namen Jesus Christus beten wir dich an. Und ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und dass du am Kreuz auf Golgatha für meine Sünden gestorben bist. Du hast meine Schmerzen und meine Krankheiten getragen. Ja, durch deine Wunden sind wir frei geworden von der Sünde. Und du bist auferstanden. Du bist gen Himmel gefahren und sitzt nun zur Rechten Gottes. Und du bist mein hoher Priester. Du vertrittst mich vor Gott. Du sagst zu Gott, so wie du über diese Menschen, die dich ans Kreuz nageln ließen, sagtest: Vater, vergib ihn. Vater, vergib Adolf. Denn so manches Mal weiß er nicht, was er getan hat. Und ich möchte dir heute sagen, lieber Vater im Himmel, ich erkenne heute aufs Neue meine Sündhaftigkeit. Ich bekenne dir meine Sünden, die ich in Gedanken, in Worten und Werken getan habe. Ich will ab heute dir nachfolgen, dir dienen mit den Gaben, die du mir schenkst. Danke, Herr Jesus, dass du mich durch dein Blut von all meiner Sündenschuld reingewaschen hast. Nun darf ich mit reinem Gewissen hinzutreten vor deinem Thron, weil du mein Herz mit deinem Blut besprengt hast, weil du alle meine Schuld weggenommen hast. Danke, dass ich dein Kind sein darf, und hilf du mir, in echter Nachfolge und Dienst zu stehen. Amen.
dort auf Golgatha stand. Als ein nahtraues Kreuz steht sein Sinnbild von Leiden und Weh. Doch ich liebe das Kreuz, denn dort hing einst der Herr. Und in ihm ich das Gotteslamm seh. Schätzen werd ich das altraue Kreuz, bis ich Jesus erblick auf dem Thron. Ich will halten mich fest an das Kreuz, als erhalt ich dafür eine Kron. Dieses altraue Kreuz, von der Welt so verhüllt, sieht mich wunderbar mächtiglich an. Hat auch dort Gottes Lamm, das vom Thron zu uns kam, für uns Sünder Genüge getan. Schätzen werd ich das altraue Kreuz, bis ich Jesus erblick auf dem Thron. Ich will halten mich fest an das Kreuz, bleib auf immer ich treu, trage williglich Schande und Hoh. Einstens ruft es mich heim, wo ich ewig darf schauen, seine Herrlichkeit vor Gottes Thron. Schätzen werd ich das altraue Kreuz, bis ich Jesus erblick auf dem Thron. Ich will halten mich fest an das Kreuz, als erhalt ich dafür eine Krone. Lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, das dürfen wir wissen. Wenn wir festhalten am Kreuz, dann schenkt Jesus uns eine Krone, nämlich die Krone des ewigen Lebens. Ich lese uns zum Schluss Titus 3, die Verse 5 bis 7. Jesus rettete uns nicht, weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. In seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht, durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Das wirkte der Heilige Geist, den Gott uns durch unseren Retter Jesus Christus in reichem Maße geschenkt hat. So sind wir allein durch seine Gnade von aller Schuld befreit. Als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Diese Hoffnung, die wünsche ich dir von ganzem Herzen. Geh in die Welt und halte fest an dem Kreuz Jesu. Amen.